Hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Zero, Maske der Mondfinsternis. Wir sind im letzten Part hier stehen geblieben. Es ist schon ein Weilchen her, blablabla, ihr kennt das Gelaber. Wir schauen erstmal, ob wir unsere Kamera aufwerten können. Ich habe mich am letzten Part fucking krass angestellt, den Scheiß. So, mal sammeln Geisterpunkte. Ja, die bringen uns auch überhaupt nichts, die Geisterpunkte, weil wir die nicht ausgeben, aber egal. Wir haben uns ja beim letzten Mal sehr, also ich habe mich sehr angestellt, den Weg zum Zweitgebäude zu finden. Und ich habe mir die Aufnahmen nochmal angesehen. Und es scheint anscheinend wirklich so zu sein, dass das hier quasi die Klinik ist, die Haibara-Klinik, die verbunden ist mit dieser komischen Anstalt. Getsu-Anstalt, oder wie die hieß. Und dass das anscheinend quasi das Wohn- oder Aufenthaltsgebäude für die Patienten ist und hier die ganzen medizinischen Eingriffe eingenommen wurden oder halt gemacht wurden. Macht Sinn. Gut, ich dachte, das wäre auf einem anderen Teil von der Insel, die ganze Klinik hier, die ganze Scheiße. Bitte sag mal, ich habe den niedrigsten Film ausgerüstet. Wie gesagt, bin jetzt erst darauf gekommen. Bei mir dauert es immer ein bisschen bei Project Zero, aber es wurde bisher auch nicht wirklich so krass gut erklärt. Ich wusste, dass die Einrichtungen irgendwie miteinander zusammenhängen, aber wir haben halt erst im letzten Part den Weg entdeckt. Und jetzt habe ich auch wieder mehr Zeit. Und ich hätte vielleicht mal einen Pokémon-Rant, wo ich mich so ein bisschen. Fucking Doring, Alter. Im Fahrstuhl sitzt dieses kleine Doring-Mädchen. Ich hätte vielleicht meinen kleinen Pokémon-Rant im letzten Part besser organisieren sollen. Vielleicht. Basement, Alter. Echt ein bisschen besser erklären sollen, was ich meinte. Wir wollten doch eh in den Keller, oder? Ja, wir wollten diesen komischen Ritualplatz sehen. Aber hier der Detektiv, der müsste sich doch auch hier befinden. Der ist doch auch jetzt in den Keller gegangen. Schon. Hey, komm, hier muss ein Item sein. Schon sagen. Ein Geisterstein. Oh wow. Das ist ja echt. Ich muss immer noch sagen, was mir gerade halt so auffällt bei der Umgebung. Ich finde ihr Outfit immer noch so geil. Ich finde es echt cool, wirklich. Da finde ich das erste halt tatsächlich ultra lame. Okay, wir kommen hier einfach nirgendwo lang. Weshalb zum Fick sind wir hier? Weshalb gibt's die Etage? Okay. Die zweite, I guess. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich weiß es nicht. Ich hätte halt gedacht, ganz runter. Jetzt sind wir hier an der ersten, jetzt haben wir in die zweite, quasi da oben, wo wir halt waren. Weil das Unbeschriftete, das wird ja keine. Sag mir nicht, dass das eine eigene Etage ist. Ich teste es lieber mal aus. Ich mich jetzt zum Narren mache. Okay. Es ist eine eigene Etage, gut, weil sie halt absolut nicht beschriftet ist. Hi. Ich weiß by the way nicht, wie es jetzt abgemischt ist, weil ich das Setup nochmal kurz umbauen musste. Weil ich ja jetzt bald weg bin. Wegen ein paar Tage Gamescom. Ist ja jetzt auch wieder die Zeit im Jahr. Ich weiß nicht, ob ich es noch als kleines Extra-Video mache, wo ich das erkläre oder in Community-Tab. Weil das ist eines der letzten Videos, die ich davor aufnehme. Ja, wir sehen es in dieser komischen Höhle. ずっとここにいたかったような。
Ich habe ein echt beschissenes Timing für die Kapitel. Wieso beende ich ein Kapitel immer kurz vorm Ende? Oder beende ich ein Part immer kurz vorm Ende? Das ist richtig, richtig toll. Ne, warte hier. Den müssen wir mal langsam überschreiben. Okay, Ruka erinnert sich an den Platz, ja. Schön, ja, das ist die Höhle, wo das Ritual stattfand. Hat sie halt echt legit alles vergessen? Okay. Ah, dann müsste sie ja auch auf den Detektiv treffen. Der Privatdetektiv Koshiro Kirishima wachte vor dem Eingang der Haibara Klinik. Wo bin ich? Warum bin ich hier? Er erinnerte sich daran, wie er von Rukas Mutter Sayaka gebeten wurde, nach Getsu zu gehen, um Ruka zu retten. Koshiro war es auch, der die 5 Mädchen vor 10 Jahren gefunden hätte, als er noch Polizist war. Deswegen Haibara den lange Zeit verfolgt gesucht hatte. Okay. Selbst ist der Sohn des Direktors der Haibara-Klinik. Okay. Ein auf der Insel sehr mächtige Männer namens Shige zu Haibara. Er sagt, er hat irgendwas mit dem Verschwinden der Mädchen zu tun hatte, da diese unter der Haibara-Klinik gefunden wurden. Ja, okay. Allerdings konnte man Haibara damals nicht finden, als und dann kam Koshiro, der nicht aufgeben wollte. Okay, quittiert sein Dienst bei der Polizei und macht sich als Detektiv auf die Suche nach dem Typen. Okay, wir jagen jetzt den Sohn des Direktors. Dieser Haibara war nun also in der Klinik und vielleicht auch Ruka. Koshiro, dessen Gespür ihm sagt, dass die Vorfälle im Ozean mit all dem zusammenhängen, machte sich erneut auf den Weg zu dem Ort, in dem er die Mädchen damals gefunden hatte. Ja, der müsste jetzt unten im Keller sein. Okay, das sieht aus wie wie der Raum von dem Künstler. Erlösung. Die 7. Okay. Ja, deswegen, das ist genau hier unten. Das muss aber zeitverschoben sein. Ruka ist nicht hier, ich habe mich wohl getäuscht. Ich hoffe, dass Ruka überlebt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so wie in Maiden of Blackwater enden wird. Also irgendwer wird hier nicht überleben. Kassette. Who's this guy? Das war nicht er, oder? Das war nicht er, als er sie damals rausgeführt hat. Ist das der Direktor, der Sohn vom Direktor? Diese Tür erinnere ich mich nicht. Sie sieht ziemlich alt aus. Warum habe ich sie nicht bemerkt, als ich Ruka und die anderen damals hier fand? Ja, weil du dich vielleicht auf die Mädchen konzentriert hast, sie herauszubringen. Vielleicht vor der ganzen Gefahr hier zu retten. Da kann das passiert sein. Oder ist es wieder irgendeine übernatürliche Scheiße. Eintauschen. Punkte. Okay, wir haben 2x Medizin. Aber wir haben auch so fucking viel Geld. Wie viel können wir uns denn kaufen? Fucking genug. Wir können uns genug kaufen. Sagen wir es mal so. Ich versuche es ohne. Ah, ja. Ich wollte übrigens nicht wissen, wie warm es ist, wenn ich das hier aufnehme. Es hat ja, zumindest wo ich wohne, letzte Woche extrem scheiße viel geregnet. Kannst du... Alter. Shiro, du kleiner Spast. Danke. Und jetzt ist es halt wieder warm wie Sau. Oh, stimmt, wie viele Gästepunkte hat er eigentlich für seine Dreckstaschenlampe? Stimmt, wie kämpfe ich denn mit ihm? Na gut, okay. Die Öffnung ist zu eng. Wenn ich mich hier durchzwänge, bricht sie wahrscheinlich ein. Warte mal. Ich würde sagen, komm schon, lauf. Und nimm mit. Okay, scheint die letzten Worte eines hier Verstorbenen zu sein.
Ich will nicht an so einem Ort sterben. Ich habe eine Sage gehört. Der Tag der Erlösung ist hier. Laut der Sage wurden die sich hier versteckten, gerettet, aber nicht dieses Mal. Wer hat das getan? Den Ritus der Heimkehr. Sie ist hier. Ich habe ihr blödes Gesicht gesehen. Ihr verzerrtes, zerquetschtes, verbogenes, stumpfes Gesicht. Blödes Gesicht, verzerrt, zerquetscht, er glüht, verbogen. Er blüht, stumpf, endet. Er blüht. Ja, wahrscheinlich ist ihm dasselbe passiert. Hey, der fucking dang it. Na komm. Ey, die Taschenlampe raff ich nicht. Ah, jetzt? Okay. Wie setze ich meine Specials ein bei seiner Waffe? Ich würde sagen, du solltest rennen. Du solltest rennen, mein Lieber. Jetzt, wo deine Taschenlampe gefühlt keine Power mehr hat. Habe ich irgendwie... andere Einstellungen. Das ist scheiße. Ich dachte, ich hätte vielleicht eine Anleitung, wie ich die Taschenlampe nochmal steuere, aber ich habe bisher im Game nur zweimal mit ihm gespielt. Das ist so, wie setze ich Specials ein und so. Was haben wir direkt, das führt hierher? Er war doch am Verschwinden der Mädchen beteiligt. Nee, wir sind doch mit dem Fahrstuhl hier runter, oder? Ach du Kacke. Wer seid ihr, Stricher? Bam. Alter, wir machen Damage. Scheiße. Bam. Bam. Keine Ahnung, wie ich meine Specials hier einsetze. Normalerweise muss ich ja mal Viereck drücken, aber irgendwie macht er da gar nichts. Geistertaschenlampe. Objektive. Eine Fotografierfunktion hinzu. Habe ich nicht damals gesagt, oh, da habe ich absolut keinen Bock drauf, das will ich nicht? Objekte ausrüsten und zeigt die Energie der Geister. Aha. Stimmt, da habe ich mich damals entschieden und habe ich gesagt, nee, habe ich absolut keine Lust drauf. Ich erinnere mich. Okay. Also es waren irgendwelche Ritualleute, die irgendwie hieran beteiligt waren. Wir können keine Etage auswählen, also irgendwie leitet uns was.
Der Aufzug hat angehalten. Jetzt kommen wir hier durch. Schwester vor der Leichenhalle. Na komm. Als Taschenlampe erkennt nicht so gut Items. Ich weiß nicht, das finde ich im Spiel nicht so gut. Außerdem generell ist es sehr unpräzise. Also es geht besser. Ich weiß nicht, was ich bisher vom Spiel halten soll. Ich sag's jeden Part nochmal, aber jeder Part ist ja auch entscheidend. Es passiert ja auch immer irgendwas. Jetzt zum Beispiel, ich verstehe nicht, warum ich hier genau immer hinleuchten muss auf Sachen, wenn ich doch eh davor stehe, dass er dann die Items nicht von selber sieht oder so oder bemerkt. Totenschein, Tomoko, Hinuma. Okay. Hinuma, Tomoko. Das war doch eine von den... Oder war das? Nee, das war keine von denen, die da bei dem Ritual mitgemacht haben. Todesursache ertrinken. Umstände des Todes wurde im Pool der Rückkehrsanstalt treibend von einer Schwester aufgefunden. Ihr habt richtig gute Sicherheitsvorkehrungen. Sie war bereits in einem Kreislaufstillstand verstorben, als sie entdeckt wurde. Nachtrag. Die Verstorbene verfiel etwa zur selben Zeit, als Tsubaki Tone beim Kagura zusammengebrochen war, in einen Zustand geistiger Verwirrung und wies seit der Nacht des Kagura Symptome des MLS auf. Sie lese eine Art hingekritzelten Abschiedsbrief, was auf Selbstmord hindeutet. Im Stoff einer Patientin, der beim Kagura sein Selbst verliert und dieses nicht wiedererlangt, Anzeichen von Knospen, Gesicht ernten. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß, aus was die ganzen Masken hier noch bestehen könnten. Oh. Lass etwas mit einem Tuch abgedeckt. Sieht aus wie eine Leiche. Sie ist sicher mit einer Maske bedeckt, wie man sie überall im Gebäude findet. Ich hab da richtig Bock darauf, mir jetzt so ein Ritual-Scheiß zu geben. Aber so total, Alter. Ja, den hätte ich nicht fotografieren können. Außerdem sieht mir der ganze Raum so nach einem schönen Bosskampfgebiet aus. Ja, aber so richtig zum Aufbauen. In einem kleinen Weihrauchaltar wird ein Ahnentäfelchen aufbewahrt. An der Wand steht ein Toritor mit einer grausigen Maske. Aha, hier ist was. Keine Ahnung, was ich da finden soll. Mitteilung fehlerhafte Dokumente. Es gibt Probleme in den Aufzeichnungen der Patienten, die plötzlich verstorben sind. Die besagten Unterlagen sind sofort zu verbrennen. Wenden Sie den Müllverbrennungsofen in der Außenlage des Altbaus, um die Dokumente zu vernichten. Der Türschlüssel. Okay, da werden wir wahrscheinlich irgendwelche Dokumente finden. Aha, okay. Interessant. Untersuchungsprotokoll, die 2. Wie kann ich die Scheiße anhören? Im Inventar geht's ja nicht, das weiß ich. Geht nur noch. Ich beruf Krankenschwester Ogetsu Anhalt. Namen Ogetsu Kagura in der Rolle des Gefäß ist Teil brach, während des zum Zeugenbericht, dass sie bereits tot gewesen. Was? Sei bereits tot gewesen, als sie ihr zugeteilt war. Als sie zu ihr geteilt waren. Todesursache, bei der Autopsie konnten weder äußere Verletzungen noch innere Krankheiten festgestellt werden. Eine Möglichkeit von Herzversagen besteht, aber ihr Zustand lässt keine klare Schlussfolgerung zu. Gesicht nicht zu identifizieren, Grund unbekannt, aber glücklicherweise keine Blühen der Patientin. Todeszeitpunkt überschneidet sich mit dem. Mit dem Scheitern des Ritus. Hatte der Ritus der Heimkehr einen Effekt auf das Kagura-Tod, womöglich von der Maske verursacht, Herrn Yomotsuki melden.
Das ist so ein Project Zero, was ich absolut nicht raffe. Ja, vielleicht irgendwas noch untersuchen. Na gut, mein Inventar sagt, ich soll hier irgendwas machen, aber ich kann nichts machen, deswegen verschwinden wir. Bam. 6666 wäre mir lieber gewesen als Punktzahl. Fucker. Hä? Was soll ich hier mit der Taschenlampe machen? Oder soll ich gar nichts mehr machen? Kann ich raus? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht da mit der Foto... Okay. Wenn es an der Fotofunktion liegt. Dann leck mich, Alter. Warte, warte, warte. Oh, wow. Was hast du für ein Foto zu sehen? Gehäutete Leiche. 1000 Punkte. Ich musste die Fotofunktion aktivieren? Fick dich. Fick dich. Jetzt weiß ich, weshalb wir die auch bekommen haben. Aber ja, wie wir schon gedacht haben, die ziehen den Leuten das Gesicht ab, damit die quasi nicht weiter blühen oder sowas. Und setzen denen dann diese Masken auf. Patrouillierende Schwester. Okay. Vorangehende Schwester. Ich hab so richtig Bock hier drauf, Alter. Komm hier rein, hätte ich jetzt nicht gedacht. Was war das? Okay, es gab halt keinen Schrecksort oder kein gar nichts. Es war halt einfach... Boss? Was kommt denn jetzt? Was kann ich mich gefasst machen? Achso. Ich wollte schon sagen, ich dachte, die wird jetzt ein Boss. Da hätte ich richtig Angst gehabt. Bam. Na komm, na komm, na komm, na komm. Wo bist du? Du bist down. Komm schon, und du ebenfalls. Was? Du überlebst? Okay, krass. Sie hat blüht. Scheiße. Okay, jetzt haben wir ein richtiges Problem. Oder was ist das für ein Gegner? Einer, der in der Decke laut. Alter, wie unfair.
Bam. Okay, die hält aus. Die ist heftig. Ich wusste doch, dass wir gegen die kämpfen müssen. Sonst hätte man nicht den Scare bekommen. Alter, meine Fresse. Ach du Scheiße, Mann. Ist hier wieder irgendwas an der Wand, was ich ableuchten muss? Oh nee, was ist das? Okay, das ist krass. Halt einfach mal so eine von oben hängende Person da drin. Vielleicht ist das die, ich habe keine Ahnung. Okay, haben wir verschiedene Gucklöcher, wo wir durchgucken können? Guck doch, aber das hier ist zugerostet. Okay, probieren wir mal das andere aus. Ach, scheiße. Ah, das ist schade. Na komm, ich will jedes Item mitnehmen. Komm schon. Kamera und Steuerung, meine Fresse. Gehen nicht Hand in Hand. Okay, wir kommen da noch irgendwie rein. Aber ich weiß es jetzt nicht wie. Exit. Das sieht mir aus wie Exit. Lass mich durch. Sofern lässt sich irgendwas in der Klinik bedienen, aber was? Das ist mir egal. Okay, wir scheinen in einem Rätselgebiet festzustecken. Das ist gut. Top, Leute. Top. Mir geht es prächtig. Überhaupt nicht wahr. Diese scheiß warme Luft, ne, das fickt so deinen Körper. Das macht dich sowas von kaputt. Vielleicht sollte ich auch erstmal den Gang weitergehen, bevor wir hier in den Raum hereingekommen sind. Klärbuch des Bauarbeiters. Die Bauarbeiten wurden fürs Erste unterbrochen. Wir sind vom Aufzug im Kellergeschoss, versehentlich in den Ursprungskanal durchgebrochen. Ihr Vollspasten. Als wir damals den Raum unter dem Büro des Rektors gebaut haben, sind wir ebenfalls auf den Ursprungskerner gestoßen. Was denkt er sich wohl dabei? Unsere Herren haben den Bau von unterirdischen Gebäudeanlagen streng verboten. Wenn der alte Ursprungskanal in Mitleidenschaft gezogen wird, dann kann doch das Mondlicht nicht. Die Zeit ist ja abgerissen. Ja, wir sehen hier noch so. Also der Großteil hier ist noch under construction. Alter, ich dachte, das hält dich auf. Gefickt. Ich kann halt hier aber auch nichts machen, ne? Ich kann hier absolut nichts. Ich kann hier legit nur reingucken. Also egal, was in dem Raum hier drin ist. Wir können halt hier nichts machen, ne?
Sprich, wir gehen zurück und laufen weiter. Vielleicht ist das vom Spiel auch so ein Köder wie, guck mal, hier ist was Interessantes, aber actually wirst du ja nie was machen können. Obwohl ich das schon ziemlich heftig fand. Okay, wir bekommen extrem viele Highlight-Items. Das ist... Wenn ihr alte Project Zero-Teile gespielt habt, wisst ihr, dass das, was wir jetzt im Inventar haben, eine Premium-Ausrüstung ist. Das ist sowas Besseres, werdet ihr nie kriegen. Und wir müssen da actually weitermachen, okay. Ja, gut. Na gut. Obwohl ich die Abstimmung steht mit ihm. Ich finde sie nicht scheiße, aber ich finde sie jetzt auch nicht so gut. Und ich finde seinen auch nicht wirklich so creepy, weil er ist halt so der, naja, der harte Typ, der halt vor nichts Angst hat, irgendwas. Seine Story ist halt einfach, finde die Mädchen. Das ist halt auch so, ja, nicht wirklich so krass anspruchsvoll. Okay, wir können, was kann ich da alles drücken? Bam, 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 nichts quasi. Du kannst nach links und rechts umsehen. Und hier kommen wir nicht raus. Wisst ihr was? Fuck it. Also erstens mal, ne? Bam. Bam. Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Ist mir aber auch egal. Das Objektiv haben wir dran, ne? Nee. Bam. Jetzt haben wir die Fotofunktion. Ob uns das irgendwas bringt, I don't know. Ist mir egal. Ich kann hier nichts machen in dem Raum. Wir können eigentlich legit jetzt einfach nur zurückgehen. Was ist denn hier? Leuchtet's wie Sau, aber wir können hier nichts machen. Nee. Nee, wir müssen zurück. Vielleicht von oben in seinen Raum rein? Keine Ahnung. Wenn das hier der Ursprungsraum oder wie auch immer sie das genannt haben ist, vielleicht. Hier irgendwas, was wir machen können. Nee.
Wir probieren es noch weiter. Ansonsten muss ich nachschauen, wo wir hin müssen. Weil ich bin nicht bereit, jetzt hier die ganze Zeit rumzulaufen, wieder hochzufahren mit dem Fahrstuhl, wieder runterzufahren, bla bla, hinher, hinher. Wir probieren jetzt nochmal die Tür, wir probieren, ob wir da irgendwas machen können an dem Raum. Wenn ich irgendeine bestimmte Stelle fotografieren muss, dann raff ich es nicht. Dann raff ich es einfach nicht und da bin ich auch momentan nicht in der Verfassung, bei der scheiß Hitze das jetzt hin mal auszuprobieren. So, ich mache es einfach mal so 20 Sekunden gar nichts. So, mehr kann ich nicht machen. Hier ist der Beweis, ich kann absolut nichts mehr machen. Kein Bild, kein Foto, kein gar nichts. Wir können da nicht reinlunzen. Bis gleich. Yo, fuck this. Yo, fuck this. Ja. Wir stehen genau vor der Apparatur, die wir bedienen müssen. Und wir müssen erstmal zurück. Ah, wir müssen erstmal woanders hin. Hey, check das mal. Aber ich habe jetzt auch mal gelernt, ich habe so einfach in einem Let's Play von jemandem nachgeschaut. Das wird circa schon über der Hälfte des Spiels sein. Also wir sind richtig gut, richtig lang dabei. Das gefällt mir. Also wahrscheinlich noch ungefähr nochmal das, was wir jetzt an Parts durch haben. Ungefähr oder nochmal so 10 Parts, dann sind wir durch. Wir mussten hier lang. Und die Apparatur, die wir an der Wand gesehen haben, dieses Control Panel, ist für die Scheiße hier. Ich stand hier doch davor. Ich konnte doch einfach legit nichts machen. Keine Reaktion. Irgendwo muss die Stromzufuhr für das Ding sein. Hä? Fick dich! Was zum Fick soll ich denn machen, Alter? Ich hab doch die elende scheiß Fotofunktion ausgerüstet, oder? Keine Ahnung, was ich machen soll. Was bedeutet es, wenn dieser Kreis sich verändert? Dass der Bastard sich keine Kamera leisten kann. Das leuchtet doch schon, Alter. Wie habe ich denn das da vorne gemacht eben? Oder wie haben wir das vorne bei der Leiche gemacht? So. Hier, Leuchte. Aber ich kann es gar nicht mehr angreifen. I love this shit. Trägt das irgendwas dazu bei? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass wir das hier fotografieren müssen. Oh, Alter, ich darf nicht anvisieren.
Ich darf einfach nur davor stehen. Nicht anvisieren, nicht gedrückt halten, nix, gar nix. Und jetzt macht's auch die Bilder. Obwohl wir eben die Fotofunktion aktiviert hatten. Ist das nicht scheiße? Ist das nicht ein schöner Bug? Ja, das ist ein schöner Bug. Das ist ein Bug, der mich fast in Wahnsinn getrieben hat. Oh, ich könnte kotzen. Danke, Spiel. Ich hatte die Funktion ausgerüstet. Ich habe nicht mal einen Fehler gemacht. Ich habe nicht mal irgendwas falsch gemacht. Das Spiel hat es halt einfach noch nicht erkannt. Aber der Bastard sich halt nur eine Geistertaschenlampe leisten kann und keine Kamera Obscura. Boah, du dummer Hund. Das gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt bedien die Scheiße. Wahrscheinlich hat dieser Schalter den Strom der Nähe aktiviert. Schön. Und jetzt beweg dich. Aber du wirst hier nicht lebend rauskommen. Irgendwas wird dich dran hindern. Mit Sicherheit. Komm, irgendwas wird uns doch begegnen. Und wenn es nur so eine Erinnerung ist. Okay. Nee, doch nicht. Es war einfach langweilig. Wir sind hergelaufen. Das war legit absolut nicht cool. Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung, wie ich das einordne und so. Ich fand das halt echt nicht cool. So, wir gehen noch hier hoch, weil ich schätze, hier wird das Kapitel gleich enden. Hoffentlich zumindest. Ich hasse ihn als Charakter. Und wir haben gleich unsere Ruhe. Mitteilung, Spezialbehandlung. Treffen Sie wie geplant die Vorbereitungen für die 5 Patienten, die einer speziellen Behandlung unterzogen werden sollen. Beachten Sie, dass einige von Ihnen ambulante Patienten sind. Tun Sie es unter dem Büro des Direktors. Lassen Sie sonst niemanden hinein. Okay. Von den stationären Patienten haben Misaki Aso, Ruka Inumotsuki, haben die beiden das größte Potenzial. Madoka Tsukimori scheint ebenfalls geeignet zu sein. Nicht ganz sicher bin ich mir bei den ambulanten Patienten Mari, Shinomiya und Tomoe. Okay, die sind doch beide tot, ne? Eine dahingekritzelte Notiz ist angefügt. Man kann die Instrumente nicht nach denselben Kriterien ausführen wie beim Kagura, sonst ist es nicht mehr als ein läppisches Dorffest. Für den Ritus der Heimkehr ließ man bei der Auswahl der Instrumente seit je die höchste Sorgfalt walten. Reine, aufrichtige und sensible Mädchen. Mädchen, die leicht eins werden mit den Masken und der Musik. Dies war ursprünglich ein ernstes Fest, von dem das Schicksal der ganzen Gemeinschaft abhing. Die Auswahl muss perfekt sein, selbst wenn sie erst nach reiflicher Überlegung getroffen wird. Okay, hier ist noch irgendwo ein Item. Danke. Habe jetzt zwar schon 5-mal dahin geleuchtet, aber egal. Ich will noch bis zum nächsten Speicherpunkt machen. Und ich schätze mal, dass da, wenn wir da in den Reim gehen, wo der Sohn vom Direktor gleich rein ist, ein ernstes Problem haben. Deswegen hoffe ich, dass wir hier gleich einen Safe Point irgendwo haben. Oder einen Anruf. Es wird schon immer sowas und so undeutlich Perverses angedeutet, oder? Das ist so, keine Ahnung, ich weiß nicht, so. Ja, die sind für unsere Zwecke unbrauchbar. Nur Girls, reine Girls. Das ist so, what the fuck?
Das Kagura, dieses Fest, das scheint ein bisschen perversen Fest zu sein. Der Tag der Mondfinsternis, des Ritus der Heimkästner, das ist die ursprüngliche Form des Rogetsu Kagura, von dem heute nur noch Legenden berichten. Die Musik und die Masken der Instrumente leiten die Seelen der Verstorbenen in das Gefäß, worauf das Gefäß sie mit ihrem Tanz zurückschickt. Das ist der Ritus der Heimkehr. Tempel des Totenreichs, der als Bühne des Ritus dienen soll, da kommen wir bestimmt auch noch hin. Habe ich bereits Direktor Bares Anweisungen entsprechend vorbereitet? Oder ist das unten die Höhle? Instrumente, Gesang, Schelle, Flöte, Trommel und Seite werden wir alle fünf finden können. Wirklich. Sie für die Rolle der Tänzerin, für die Rolle des Gefäßes. Und können wir den Ritus der MK überhaupt inmitten des Kagura abhalten? Es sind zu viele ungewisse Punkte, die nicht angesprochen wurden. Aber andererseits beginnt der Ritus der Heimkehr mich zu faszinieren. Ich habe die Maske gesehen. Was? Seit ich die Maske gesehen habe, um genau zu sein. Die Maske der Mondfinsternis. Ich kann in ihr ein sanftes Lächeln, unterdrückte Tränen und versiegte Wut, sogar den Ausdruck des Todes erkennen. Je länger ich diese Maske betrachte, desto mehr schlägt sie mich in ihren Bann. Ich will den Tanz sehen, bei dem diese Maske getragen wird. Nein, ich möchte sie sogar selbst aufsetzen. Es gibt kein Zurück mehr. Okay, das ist eher wahnsinnig geworden. Ehe wir in das Büro von dem Director gehen, oder was? Oder wir waren hier ja schon mal. Ich erkenne das Gebiet. Will ich aber erstmal zurück. Ich will erstmal zurück und speichern. Das machen wir dann im nächsten Part, würde ich mal sagen. Komm, lass mich durch. Ohne einen Kampf, wollte ich sagen. Ohne einen Kampf. Ach, jetzt muss ich die Fotofunktion wieder wegmachen. Das ist ja toll. Oh, weil ich... Oh, ich hasse ihn. Ich hasse ihn und seine Taschenlampe. Ich hasse eine Waffe. Hätte nie gesagt, dass ich das mal sage, aber ich hasse die Waffe. Ja, ich sehe die doch da durch. Komm schon. Komm, näher, näher, bam. Fucked, bitch. Okay, okay, ich will hier durch. Ich will einfach nur zurück irgendwo hin speichern. Wir machen den ganzen Kram dann im nächsten Part weiter. Yes, 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 yes. Fuck, 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 fuck. Lass mich durch. Und hab bitte keine 5 Sekunden Türanimation, das ist lame. Yes, Alter. Okay. Warum wurde ich ausgewählt? Vorangehende Schwester, okay. Okay, ich wollte schon sagen, Schwester wurde ausgewählt. Keine Person, also keine Patientin an sich. Okay. Dann wär's das erstmal mit Protozeum mit dem Part. Interessant. Sehr interessant. Wir haben jetzt gemerkt, okay, unsere Hauptcharaktere wurden wirklich für das Ritual ausgewählt. Wir wissen nur in etwa, was passiert ist. Das scheiße Ritual ist schiefgelaufen. Sie wurden gerettet, bla bla. Was mit dem Direktor passiert ist, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist tot oder was. Oder wurde irgendwie eingeknastet. Sein Sohn ist auf der Flucht. Sein Sohn ist auch tot, augenscheinlich. Interessant. Ich weiß nicht. Aber die Story aus Maiden of Blackwater fand ich schlüssiger, wenn man das so nennen kann. Aber fand ich leichter zu verstehen. Dafür finde ich in dem Teil die Charaktere ein bisschen interessanter. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wohin es noch hingehen wird. Das war's aber erstmal. Wahrscheinlich ein extra langer Part, in dem ich mich wieder ein bisschen aufgeregt habe. Ein bisschen aufgeregt habe, weil das Spiel gameplay-mäßig ein bisschen schlechter ist als der 5. Also ich weiß nicht. Es versucht diese Flair der alten Spiele mit der neuen Steuerung zu kombinieren. Die Steuerung ist immer noch das, was mich in Project Zero in jedem Teil am meisten geärgert hat. Ich finde die Steuerung und die Bewegungsfreiheit der Charaktere schrecklich, weil die einfach nicht da ist. Die Bewegungsfreiheit ist nicht gegeben. Es ist schön, dass du dich bewegen kannst, während du mit der Kamera ballerst. Das ist toll, das haben sie
Vergleich zu früher besser gemacht, aber das ist halt auch das Einzige. Wenn dein Charakter sich immer nur so drehen kann. Tück, tück, tück. Und dann, ah, ich bin hier hängen geblieben. Ich muss zurücklaufen mit einer komischen Animation. Jetzt muss ich da um die Ecke gehen. Das nervt wie Sau. Das ist halt ehrlich, das ist halt einfach nur schlechtes Gameplay, was dann halt aus dem Spiel reißt, wenn du irgendwie denkst, boah, ich will da jetzt durch die Tür, da ist ein Geist reingelaufen. Okay, was passiert da? Oh, jetzt bin ich an dieser Dreckstür vorbeigelaufen. Oh, jetzt dreh dich doch mal schneller, ich will da durch die Tür. Das hängt einfach nur auf und das ist einfach nur nervig. So, genug geraged. Es ist warm, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen leicht gereizt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.